In der Debatte Kai Wittecker für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kollegen, Politik beginnt ja bekanntlich mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Der eine muss sie etwas länger betrachten als der andere, um sie zu erkennen, aber am Ende bleibt es ja dieselbe Wirklichkeit. Und wenn ich mir so die ein oder andere Rede der Opposition hier angehört habe, dann habe ich den Eindruck, dass Sie beim Betrachten noch etwas Nachhilfe brauchen heute. Ich bin meinem AG-Chef Karl Schieberling sehr dankbar dafür, dass wir heute dieses Gesetz auf den Weg bringen können. Nicht nur, weil wir da die technischen Vereinfachungen in Hartz IV, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, durchsetzen, sondern weil wir auch noch mal den Instrumentenkasten in den Blick nehmen. Und warum ist der Instrumentenkasten so wichtig? Uns als Union ist es wichtig, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, anstatt sie teuer und ineffizient zu verwalten. Das ist der Punkt, den wir machen mit dieser Reform. Menschen, die lange arbeitslos sind, haben viele soziale Probleme, haben einen langen Weg vor sich zurück in die Arbeitswelt, einen steilen Weg zurück in die Arbeitswelt vor sich. Und da brauchen sie Hilfe, indem wir ihnen eine Treppe bauen in diesen ersten Arbeitsmarkt. Und mit diesem Gesetz bauen wir ein paar Stufen in diese Treppe ein. Ich möchte auf eine Stufe heute hinweisen, weil sie mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich die Öffnung der Integrationsbetriebe. Ich halte das für einen Meilenstein, denn wir als Union waren immer der Ansicht, dass wir lieber Arbeit finanzieren als nichts tun. Und diese Integrationsbetriebe schaffen genau das. Sie sind ein gutes Beispiel, sie sind ein Erfolgsmodell und das ist der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Sie wollen Langzeitarbeitslose in einem sogenannten dritten sozialen Arbeitsmarkt parken, sie raushaben aus der Statistik, weil sie den Glauben an diese Menschen verloren haben. Das ist die Wahrheit. Und wir hingegen möchten mit den Integrationsbetrieben ein Mittel finden, wie wir diese Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückbekommen. Denn diese Integrationsbetriebe sind nicht der dritte Arbeitsmarkt, sie arbeiten nicht im zweiten Arbeitsmarkt oder am ersten Arbeitsmarkt, sondern sie sind mittendrin im wirtschaftlichen Leben im ersten Arbeitsmarkt. Und deshalb halte ich diesen Schritt für wichtig. Wir öffnen ihn für schwerbehinderte Langzeitarbeitslose. Es ist eine vorsichtige Öffnung zugegeben, weil wir die Integrationsbetriebe auch nicht überlasten wollen. Aber für über 80.000 Menschen in diesem Land ist das eine echte Perspektive, ein erster kleiner Schritt. Und jede große Reise beginnt eben mit dem ersten Schritt. Deshalb bin ich da sehr glücklich. Es gibt in dem Gesetz noch viele, viele weitere Verbesserungen, die schon angesprochen worden sind. Wir führen ein Profiling ein. Da machen wir nichts anderes, als dass wir die Stärken der Langzeitarbeitslosen analysieren, um zu wissen, was sie können, worin wir sie noch fördern können. Wir führen eine nachgehende Betreuung ein für Langzeitarbeitslose, die wieder in den ersten Arbeitsmarkt kommen, damit sie stabil bleiben, damit sie nicht wieder zurückfallen in die Langzeitarbeitslosigkeit. Und wir machen auch im Bereich der Ausbildung etwas. 57% der Langzeitarbeitslosen haben keine Ausbildung. Und wenn sie eine machen wollten, dann haben sie mit ihrem Azubi-Gehalt weniger verdient, als wenn sie weiterhin Hartz IV bekommen hätten. Das haben ich nicht verstanden, das haben wir nie verstanden. Und deshalb ändern wir das jetzt, indem wir Hartz IV öffnen für Langzeitarbeitslose, die eine Ausbildung machen wollen. Gibt es noch Potenzial nach oben, Herr Strengmann-Kuhn? Natürlich gibt es das. Es ist ein Entwurf der Ministerin. Das parlamentarische Verfahren beginnt jetzt. Jetzt sind wir gefordert. Und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir hier noch einige Verbesserungen ins Gesetz schaffen können. Jetzt können Sie uns vorwerfen, das sei alles ein Reformchen. Aber ich finde diesen Vorwurf, dass die Große Koalition nur noch kleine Gesetze hier durchbringt, den lasse ich Ihnen nicht durchgehen. Denn wenn man sich grundsätzlich über Hartz IV unterhält, dann muss man feststellen, dass man bei Ihnen auch nicht wirklich fündig wird. Sie möchten am liebsten Hartz IV abschaffen, Augen zu, Geld überweisen an Langzeitarbeitslose, versprechen das Land, wo Honig und Milch fließen. Aber Sie bringen mit diesen Maßnahmen keinen einzigen Menschen zusätzlich in Arbeit. Und dann versteifen Sie sich nur auf das Thema Sanktionen, Sanktionen abschaffen. Und auch da hilft, finde ich, ein Blick in die Wirklichkeit. Wir haben letztes Jahr gelernt, dass die Sanktionsrate in diesem Land bei ca. 1% der Fälle liegt. 1%. In Großbritannien sind es 5, in den Niederlanden sind es 35. Zu sagen, dass hier eine Herrschaft der Sanktionsregimes besteht,
Das ist nicht der Fall. Ich finde, da sind wir ziemlich harmlos unterwegs. Und bei den Grünen höre ich die Sätze sehr gerne, dass man das Verfahren vereinfachen möchte, dass man Hartz IV einfacher haben möchte. Aber wenn man sich Ihre Anträge anschaut, führen sie genau zum Gegenteil. Denn Sie wollen am Schluss eine komplette individuelle Leistungsbetrachtung der Menschen haben. Jeder einzelne Euro, der ausgezahlt werden soll, soll individuell ausgewertet werden, soll individuell eingeschätzt werden, damit sich am Ende keiner auch beschweren kann. Damit werden Sie nur Bürokratie aufwachsen. Wir brauchen eigentlich genau das Gegenteil. Wir brauchen mehr Pauschalierung. Wir bräuchten Pauschalierung bei den Wohnkosten. Wir bräuchten Pauschalierung bei Bagatellgrenzen etc. pp. Aber davon ist momentan wenig zu sehen. Sie verlieren sich in kleinen Dingen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Frage von Frau Kipping? So kurz am Ende der Rede, ehrlich gesagt, nicht mehr. Nein, danke. Ich möchte noch mal klar hinweisen, wenn wir Hartz IV reformieren wollen, brauchen wir die Pauschalierungen, wie ich es eben gerade gesagt habe. Wir brauchen auch eine wesentlich bessere individuelle Betreuung der Menschen. Denn wenn die Hälfte der Jobcenter-Mitarbeiter nichts anderes zu tun hat, als auszurechnen, wie viel Euro ein Mensch überwiesen bekommt am Ende des Monats, dann helfen wir zu wenig und verwalten zu viel. Da müssen wir noch mal ran. Und das, muss ich ehrlich sagen, sehe ich weder bei Ihnen noch bei Ihnen den Willen, das zu tun. Ich denke, wenn ich so in die Gesichter hier schaue, dass ich der Betrachtung der Wirklichkeit auf die Sprünge geholfen habe. Zumindest bestätigt sich Schopenhauers Aussage, der einmal festgestellt hat, im Reiche der Wirklichkeiten ist man nie so glücklich wie im Reiche der Gedanken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wittecke. Das Wort zu einer Kurzintervention hat die Kollegin.